Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Lichtschalter mit einer Kontrolle aufputz richtig anschließen und somit auch fachgerecht anklemmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich in einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an, wie das Ganze jetzt eigentlich funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer dreiartigen Zuleitung, nimmt 3x1,5 Quadratmillimeter zu unserer Verteilerdose, von dort aus geht es weiter mit einer fünfartigen Leitung zu meinem Kontrollschalter und dann danach wieder mit einer dreiartigen Leitung zu meiner Lampe. Der blaue Neutralleiter wird direkt auf meine Lampe geklemmt und außerdem wird das Ganze auch noch in der Verteilerdose zu meinem Schalter hier unten abgezweigt. Mein grün-gelber Schutzleiter, der wird jetzt nur bei der Lampe hier drüben benötigt und der meist braune Außenleiter geht jetzt erstmal in die Verteilerdose, dann von dort aus direkt auf die Eingangsklemme L hier unten bei meinem Schalter drauf. Danach wird das Ganze geschalten und ich habe hier in der Ausgangsklemme, welche meistens mit einem Pfeil gekennzeichnet ist, dann meinen korrespondierenden Leiter angeschlossen. Entweder schwarz oder meist auch grau. Und danach geht das Ganze auch wieder hier hoch und direkt weiter zu meiner Lampe. In meinem Fall kommen wir von hier links mit unserer dreiartigen Zuleitung direkt in unsere Verteilerdose hinein. Nach oben geht es mit einer dreiartigen Leitung direkt zu meiner Lampe. Diese habe ich übrigens auch schon in einem extra Video angeschlossen. Und nach unten geht es jetzt mit der fünfartigen Leitung direkt zu unserem Kontrollschalter das ganze in der Verteilerdose habe ich jetzt auf 15 cm abgemantelt jeweils noch 1 cm von dem Mantel in die Dose für die entsprechende Zugentlastung überstehen lassen und hier unten habe ich ab dem Eingang von dem Gehäuse noch einmal ca. 10 cm von meiner Leitung hier überstehen lassen das Gehäuse habe ich zuvor mit einer Wasserwaage ausgerichtet und mit den zwei entsprechenden Schrauben hier montiert und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass diese Schellen für die Leitungen maximal 10 cm von unserem Gehäuse bzw. auch von der Verteilerdose hier oben drüber entfernt sind. Und wenn wir das haben, dann können wir mal noch unsere Leitung hier unten abmanteln und zwar so weit, dass hier noch genau 1 cm in unser Gehäuse übersteht. Bei mir passt es soweit, weswegen ich jetzt auch schon die Kabeldurchführung einmal herausnehmen kann. Hier sollte normalerweise schon ein Loch drin sein. Wenn nicht, natürlich noch nachträglich eins machen Und dann gebe ich diese einfach einmal hier auf meine Leitung dementsprechend drauf. Bei einem fünfartigen geht es natürlich etwas schwerer. Und worauf man jetzt achten muss, ist, dass ich das Ganze noch etwas weiter nach oben schiebe, anschließend wieder ein Stück zurückziehe, denn dadurch stülpt sich jetzt das Gummi hier oben um und es kann sich anschließend auch kein Wasser hier oben stauen. Und wenn wir das haben, dann natürlich diese Durchführung wieder hier hinten in mein Gehäuse reingeben. Als nächstes isoliere ich alle Leiter auf genau 11 mm dementsprechend für meinen Einsatz und vor allem auch meine Klemmen ab. Und danach kann ich den grün-gelben Schutzleiter bei meinem Modell in die eingebaute Klemme einmal sicherheitshalber hineingeben und auf den grauen Ausleiter, welchen ich auch nicht benötige, gebe ich auch mal noch so eine Klemme hier hinein und kann das Ganze nämlich hier hinten schon einmal schön verstauen. Da es bei mir soweit passt, habe ich mal meinen braunen Außenleiter hier auf die Eingangsklemme L angeklemmt, den blauen Neutralleiter hier unten auf N und meinen schwarzen Außenleiter, mein korrespondierender, den gebe ich jetzt mal genau gegenüber von meinem blauen Neutralleiter drauf. Bei meinem Modell hat es nämlich den Sinn, dass jetzt die Kontrollleuchte und auch meine Lampe aus ist und sobald ich hier oben einmal das ganze betätige, geht die Kontrollleuchte an und auch meine Lampe und wenn ich jetzt hier nämlich den schwarzen Ausleiter auf die rechte Seite anklemm, dann wäre das Spiel umgekehrt, jetzt wäre im Moment alles aus und jetzt wird die Kontrollleuchte angehen und vor allem auch meine Lampe hier oben drüber. Im nächsten Schritt kann ich meinen Einsatz schon mal grob hier hinten einsetzen und danach gebe ich noch mein Gehäuse hier drauf und schraube das Ganze natürlich bei den zwei entsprechenden Schrauben auch fest. Nun noch die Blende von vorne einmal mit etwas Schmackes aufsetzen, dass sie auch schön einklipst und der Kontrollschalter ist auch schon angeschlossen, deswegen wir uns jetzt mal hier oben noch die Verteilerdose genauer anschauen. Zuerst einmal lege ich mir meine drei grün Schutzleiter, alle mit genug Reserve, ordentlich nebeneinander. Danach mache ich dasselbe Spiel mit den blauen Neutralleitern. Lege mir als nächstes den braunen Außenleiter meiner Zuleitung und den braunen Außenleiter, welcher von dem Kontrollschalter hier unten kommt, nebeneinander. Mache dasselbe mit dem schwarzen Außenleiter, meinem korrespondierenden, welcher von hier unten wieder kommt und auch meinem braunen Außenleiter, welcher direkt zur Lampe hochgeht. Und darf natürlich auch nicht meinen einzelnen grauen Außenleiter hier vergessen, auf dem ich sicherheitshalber danach auch noch eine einzelne Klemme geben werde. Doch jetzt muss ich erst einmal alle meine Leiter. Auf dieselbe Länge abkürzen. Wenn das passt, alle Leiter wieder auf genau 11 mm abisolieren und in Farben bzw. laut Schaltbahn jetzt das Ganze miteinander verdrahten. Zum Schluss das Ganze ordentlich in der Verteilerdose noch verstauen, dann meinen Deckel hier vorne dementsprechend wieder aufsetzen. Und sobald ich jetzt Spannung auf das System wieder drauf gebe, kann ich das Ganze natürlich noch auf Funktionalität überprüfen. Bei mir schaut es jetzt auf jeden Fall super aus, so soll es natürlich auch sein. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Lichtschalter hier unten mit einer Kontrollleuchte aufputz richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Aufputz, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, verschiedene Leitungen oder auch einzelverwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.